Eröffnung. Und ich begrüße Sie noch einmal als Freunde der Kunst, als Freunde Siebenbürgens und der Siebenbürger Sachsen. Und selbstverständlich begrüße ich ganz herzlich den Künstler, deswegen wir uns hier alle eingefunden haben, Michael Lasse. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass uns auch so viele hochgestellte Persönlichkeiten die Ehre geben. Sie sind heute schon ein paar Mal begrüßt worden. Sehen Sie es mir nach, wenn ihr es nicht noch einmal macht. Ich will aber die Presse ganz herzlich begrüßen, die unsere Kultur, das, was uns ausmacht, was wir hier mit dem Heimattag zeigen wollen, eigentlich in die breite Öffentlichkeit bringt. In erster Linie freue ich mich, dass die Akzente-Sendung des rumänischen Fernsehens hier ist, angeführt von Christel Ungar Zopescu, die uns letztes Jahr leider absagen musste, ihr Mann ist gestorben, dieses Mal dabei ist, und zwar auch in einer neuen Funktion. Sie ist Präsidialberaterin von Präsident Johannes, Klaus Johannes. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen, Christel. Und dann ein ganz herzliches Grüß Gott und Dankeschön für jahrelange Arbeit an Günther Melzer, der den Heimattag seit Jahren fast in Gänze dokumentiert, auf siebenbürgen.de, auf YouTube stellt und dadurch unsere Kultur wirklich in die große Welt trägt. Die Ausstellung hat den Titel Zeitreise. Ein Titel, den Michael Lasser vorgeschlagen hat. Naheliegend angesichts der Tatsache, dass er damals, als er das vorgeschlagen hatte, genauer am 19. Dezember 2018, seinen 70. Geburtstag begangen hat. Er hält sich gut, wir wünschen ihm noch viele Jahre in dieser Verfassung. Ich bin sehr erfreut und sehr stolz, dass wir diese Ausstellung hier in Dinkelsbühl im Rahmen des Heimattages zeigen können. Und dass es möglich geworden ist, verdanken wir drei Faktoren. Die eine ist klar, ohne ihn wäre es nicht gegangen. Aber auch ohne seine charmante Frau Tünde Lasse vielleicht nicht. Auch ihr unseren herzlichen Dank. Sie sitzt da und fotografiert das Bild. Der zweite Faktor wird verdanken es auch dem Sachsentreffen vom August 2017 in Hermannstadt. Damals hat unser Verband eine Ausstellung Barock-Kolloquium, auch von Michael Lasser, im Bruckenthal-Museum beigesteuert. Hat das im Bruckenthal-Museum beigesteuert, das sein 200-jähriges Bestehen gefeiert hat. Es wurde im Urteil des Museumsdirektors Salim Luca die erfolgreichste Sonderausstellung des Bruckenthal-Museums. Und diese Perspektive der Ausstellung, also dass wir Herrn Michael Lasser eine Ausstellung im Bruckenthal-Museum anbieten konnten, der Erfolg dieser Ausstellung hat mich dann auch so mutig werden lassen, dass ich gefragt habe, und würden Sie auch beim Heimattag ausstellen? Die Art, wie er selbstverständlich gesagt hat, hat mich nur fragen lassen, warum habe ich mich nicht viel früher getraut? Warum habe ich mich nicht viel früher getraut? Und der dritte Faktor betrifft genau dies viel früher. Viel früher hätte gar nicht so viel früher sein können. Denn erst 2008 habe ich in einem Artikel meines Kollegen von der Siebenbürgischen Zeitung, Christian Schogel, über Michael Lasse das erste Mal etwas erfahren und gelesen. Es war ein Bericht über eine Ausstellung in der Würzburger Residenz und mitten auf der Zeitungsseite prangte ein Bild, das mich gefangen genommen hat. Dom 2 war es betitelt. Ich erkannte den Regensburger Dom auf den ersten Blick und war hingerissen von der Gesamtausstrahlung dieses Bildes, ebenso wie von dessen meisterlich ausgeführten Details. Ich war versucht, die abblätternden Farbpartien von dem alten Holz, das den Bildhintergrund bildete, abzuzupfen. So täuschend hyperrealistisch malt Lasser. Und wohlgemerkt,
Es war ein Abdruck in einer Zeitung, der schlechteste Reproduktionsart und nicht das Original. Es war eine vortreffliche Illusion stofflich greifbarer Realität. Eine Illusion, aber es kam eine weitere Täuschung hinzu. Der Dom, seine imposante Freitreppe, die zu der Westfassade hoch hinaufführte, über der Westfassade zwei Türme in den Himmel ragten, die Strebe, die Seitenteile einfassten, stützten das alles, war da, das hat man gesehen, allerdings nicht aus greifbar bemaltem Stein gebildet, sondern aus ineinander verschachtelten Instrumenten, Glasinstrumenten. Trotz all dieser Täuschung war es kein Trugbild, sondern die Darstellung eines gotischen Domes, so wie sich dessen Urvater, Abt Fugier von Saint-Denis, ihn sich idealerweise vorgestellt hat. In Lassels Bild erkennen wir die gotische Kathedrale als zum Himmel hoch strebende Lobpreisung Gottes. Für ihn typisch lässt er das aber nicht so stehen, sondern er kommentiert es. Nicht nur, ich stelle mir das so vor, nicht nur die Architektur, auch die Musik ist ein Lob Gottes. Vielleicht zeigt sich in diesem Bild und in dem hier ausgestellten Dom 1, ganz hinten auf der linken Seite, schon eine erste Zeitreise, ein Blick zurück in Lassels Jugendjahre, als er noch nicht wusste, ob er sich für die Malerei oder für die Musik entscheiden konnte. Ich, und vom heutigen Standpunkt aus gesehen, kann sagen, er hat sich gut entschieden. Aber wir wissen es nicht genau. Ich würde sagen, er hat sich gut entschieden. Aber ich schweife ab. Kehre zurück zu der Bedingung, zu dem erwähnten Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung. Ich war hin und weg von dem Bild, fragte mich aber immer zu, wieso habe ich von diesem Typen, einem Landsmann, der 1948 geboren wurde, also damals schon fast 60 Jahre alt war, seit 86 in Deutschland lebte, dessen Bilder Preise von 100 und über 100.000 D-Mark, damals noch, also in den 90er Jahren, erzielt hatte, wieso habe ich von dem nichts gehört? Ich recherchierte, zum Glück gab es damals schon das Internet, recherchierte, fand einige Beiträge, aber keinen in der Siebenbürgischen Zeitung, keinen in der rumäniendeutschen Medienlandschaft. Wieso haben ein Harald Krasser, ein Hans Bergel, ein Rolf Schuller, ein Manfred Wittstock, ein Marius Tetaro etc. ihn nicht auf dem Bildschirm gehabt? Oder hatten auch sie ähnliche Hemmungen wie ich, auf einen so erfolgreichen Künstler zuzugehen? Ich hoffe, dass wir mit diesen beiden Ausstellungen in Hermannstadt, jetzt in Winkelsbühl, einiges nachholen, was wir vielleicht früher versäumt haben. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir damit dazu beitragen, dass Michael Lassel die ihm zustehende Aufmerksamkeit seitens seiner Landsleute auch erhält. Seitens der Kunst und des Kunstmarktes hat er sie schon lange. Denn er verdient unsere Aufmerksamkeit. Sein Werk hätte auch ohne seinen Erfolg auf dem Kunstmarkt unsere Aufmerksamkeit verdient. Es ist einfach kolossal. Aber bevor ich noch ein paar Sachen zu seinem Werk sage ich noch ein paar Daten zu seinem Lebenslauf, den Sie in ausführlicher Form im Faltblatt finden. Er ist 1948 in Ludwigsdorf in Nordsiebenbürgen geboren, bei Sächsisch Rehl geboren, hat an der Kunstakademie in Bukarest bei Cornelius Baba studiert, war als Kunstlehrer unter anderem auch an der Zeitschule in Schäßburg tätig und in Rumänien durch den Ausreiseantrag dann als Grafiker tätig. Und er lebt seit der Ausreise als freier Künstler in Fürth.
Er wird als Schüler des großen realistischen Malers Cornelio Baba beginnt, malt anfangs abstrakt. Aber er findet dann Ende der 80er Jahre zu der Pariser Malergruppe um Pierre Gilloux, Trompe-l'œil Realité, und damit zu seinem Stil, dem er bis heute treu geblieben ist. Bei Trompe-l'œil, im Französischen heißt das Augentäuschung, bei Trompe-l'œil handelt es sich um gemalte Illusion, um aufs äußerste gesteigerte Anmutung von Dreidimensionalität, zu der die zweidimensionale Malerei überhaupt fähig ist. Ihren Höhepunkt erreichte diese Malweise um 1700, also im Barock. Dass Lassalle darauf zurückgreift und in seiner Malkunst den großen Malfürsten dieser Zeit seine Reverenz erweist, ist sicher ein weiterer Aspekt von Zeitreise. Nicht nur mit der äußerst akribisch pedantischen Maltechnik schlägt er eine Brücke in die Zeit vor 200 Jahren. In seinen Werken klingen barocke Gelehrsamkeit ebenso an wie pralle barocke Lebenslust und das damit gepaarte Wissen um die Vergänglichkeit alles Zeitlebendigen und Sächlichen. Nichtsdestotrotz sind es Kunstwerke der Gegenwart, die uns die Entwicklung der Kunst in diesen 200 Jahren vor Augen führen und uns den Scheideweg bewusst machen, an dem die Kunst heute steht. Michael Lassalle hat sich diesbezüglich entschieden, gegen digital und für analog. 30 Werke von Michael Lassalle werden hier gezeigt. Wenn man sich bewusst macht, dass jedes dieser Gemälde die Frucht eines rund 6-monatigen Schaffensprozesses ist, stehen wir hier vor einem knappen Fünftel seines Lebenswerks. Mehr will ich nicht sagen, nicht zum Künstler und auch nicht zu seinem bis an die Londoner Gate Gallery führenden Werdegang. Beides kann man dem ausgelegten Fall entnehmen und auch nicht zum Stellenwert, den seine Werke in der Kunst der Gegenwart und in der Kunstgeschichte einnehmen. Eine gute Orientierung hierin bildet ein Beitrag von Frank Remmelt, der im Begleitkatalog zu der Hermannstädter Ausstellung abgedruckt wurde. Remmelts Beitrag in diesem Katalog trägt den Untertitel Versuch über den Maler Michael Lassalle und den Titel Welt, Theater der Ideen. Ich überlasse Sie jetzt diesen Gemälden in der Überzeugung, dass Sie diesen Titel passend finden. Ich überlasse Sie den, nicht Theater, aber den Inszenierungen von Michael Lassalle, der sich selbst ebenso in Szene zu setzen weiß wie die ihn umgebende Welt. Noch den profansten und nebensächlichsten Dingen bietet er eine Bühne, lässt sie an seinem Schauspiel teilhaben, widmet ihnen die vollste Aufmerksamkeit und adelt sie dadurch und durch seine vollkommene Maltechnik. So werden viele der hier ausgestellten Werke zu einem Schaukasten in des Wortes doppelter Bedeutung. Genießen Sie sie, lassen Sie sich auf sie ein, um zu spüren, dass Sie sich auf einem Gipfel ästhetischer Wahrnehmung befinden. Ich danke und übergebe noch für ein kurzes Wort an Michael Lassalle. Ich danke auch. Das war das Gute. Thank you.
so. Ja, kann ich auch. Ja, wobei immerhin, das ist ja eine Zeitung gewesen, die Leute bekannt ist. Das ist mindestens ein Weiß. Ja, kannst du was dazu sagen? Ich kenne diese Bilder von der Homepage. Aha. Aber hier wirken sie natürlich ganz anders. Wunderbar, ja. Wunderbar. Großartig. Thank you.